Ganz super gleichmäßig ab. Liebe Green Connection Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Neben mir steht der Erik, den kennt ihr wahrscheinlich aus der letzten Teneriffa-Folge. Aktuell sind wir in Barcelona. In Barcelona gibt es selbstverständlich jede Menge verschiedene Social Clubs und dementsprechend auch jede Menge verschiedene Cannabisblüten. Das ist Grund genug, uns die mal anzuschauen. Darum wird es heute gehen. Es wird eine Strain-Review geben. Also nicht nur die Standardsorten, die wir uns in Deutschland anschauen, also die medizinischen. Ein bisschen exklusiver wird es heute. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Let's go! Ich muss sagen, es war meine Lieblingssorte schon in Teneriffa und jetzt ist es auch meine Lieblingssorte wieder in Barcelona. Ganz konkret geht es um Project One, ein Cut der Sunset Sherbet und der Wedding Cake. Außerdem geht es noch um den GBA-Beschluss. Hier habe ich tatsächlich den Fachmann zu dem Thema sitzen. Also jeder, der es nicht konkret auf dem Schirm hat. Es geht um medizinisches Cannabis, die Kostenverschreibung und die Erstattung. Darum wird es gehen. Die Tüte ist in der Hand, 3,5 Gramm sind drin. Zum Preis sage ich später was. Als erstes sagen wir was zum Geruch. Ja. Ich finde, der Geruch hat sich zur letzten Charge in Teneriffa noch mal ein bisschen verändert. Ich finde, es ist noch ein bisschen süßer geworden. Fruchtiger, ne? So eine fruchtigere Komponente. Also das habe ich in Teneriffa nicht so gerochen, war Trockenobst, so fermentiertes Obst. Wir haben uns vorhin natürlich schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Ich habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Cranberries, getrocknete Pflaumen, ein bisschen Kirsche ist dabei. Kirsche auf jeden Fall auch, ja. Also terpentechnisch der Hammer, also muss ich wirklich sagen. Ich würde sagen, ja, so wirklich ein sehr, sehr gelungenes, modernes Cannabis. Und das zeigt, glaube ich, was Cannabis kann in der heutigen Zeit, wenn es richtig gemacht wurde und richtig. Von A bis Z hin angesetzt wurde. Genau. Also eine spannende Sorte natürlich, Sunset Sherbet und das Wedding Cake. Erstmal grundsätzlich eine tolle Sorte und dann noch wirklich super toll, ja, toll produziert, toll angebaut, muss man wirklich sagen. Ja, Information zur Folge. Wir haben ein bisschen recherchiert. Information zur Folge ist das in Teneriffa produziert worden, gegrowt worden. Man weiß natürlich, was in Teneriffa gewöhnlich für Temperaturen herrschen. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass da mindestens mal eine Klimaanlage im Spiel war. Weil sonst hätten wir die Terpene einfach nicht. Ja. So, genau. Ich würde sagen, wir machen die Tüte jetzt auch mal leer. Dann können wir uns auch die Blüten gleich mal anschauen. Kommen wir nämlich zum Aussehen, das wäre der nächste Punkt. Was sagen wir zum Aussehen? Wir können die Blüten gleich mal ein bisschen sortieren. Nach, naja, was denn? B und C würde ich sagen, oder? A haben wir da nichts dabei. Sortieren wir die mal so ein bisschen. Größe nach. So, oder? Gucken wir das nochmal unten. Genau. Schauen wir uns die Blüten mal an. Sie sind dunkler geworden als die letzte Charge, die wir, ne, sind purpliger auf jeden Fall. Wir reden immer vom letzten Mal, das war unser letzter Besuch zum Connoisseur Cup in Teneriffa. Jetzt haben wir März, also knapp 4 Monate später. Ich denke mal, das Cannabis ist vielleicht vor einem Monat geerntet worden, 6 Wochen. Das denke ich auch, ist relativ frisch. Ist relativ frisch, ja. Terpene dementsprechend noch alle mehr da vorhanden, als sie vermutlich in 3-4 Wochen noch da sind. Die Hände kleben. Nur noch der komplette Geruch bleibt am Finger kleben. Nicht nur irgendein Teil vom Geruch, wie man es manchmal so hat, sondern wirklich der komplette, das komplette Aroma bleibt kleben. Das ist halt eher so eine Art Parfüm und kein Deo. Ne? Genau. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Also ich würde sagen mentholig, Kirsche, trockene Pflaume, ja, Trockenobst, Cranberries hast du gesagt. Was Vanilliges noch, ne? Irgend so eine Vanille? Ja, so ein bisschen Vanille. Erinnert mich so ein bisschen an Vanille noch. Also wirklich total ausgewogen. Also ein ganzer Korb von Gerüchen, der da drin ist. So, was sagen wir zur Bud-Struktur? So, sind kleine Nuggets auf jeden Fall. Ne? Sind nicht diese typisch festen, also wirklich steinharten Blüten. Aber es sind auch keine fluffigen Oldschool-Blüten. Nee, es sind kompakte Blüten, die mit einer ordentlichen Restfeuchte. Ne, aber jetzt nicht negativ, jetzt zu viel, sondern es ist noch eine ordentliche Restfeuchte drin, würde ich sagen. Also ich finde, ich mag es so, wie es ist, ja genau. Und dann stickt es auch noch, ne? Wenn es ein bisschen älter wäre oder so, dann klebt es auch nicht mehr so schön.
Um den Geschmack zu beurteilen, müssen wir es am besten konsumieren, rauchen, verdampfen. Was ist dir am liebsten? Da wir hier im Recreational-Bereich sind, das auch eine Recreational-Sorte ist, bin ich mit allem zufrieden. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt leider keinen Vaporizer zur Verfügung. Darum müssen wir es leider rauchen. Ganz klassisch. Muss jetzt halt mal sein. Da müssen wir es durch, schaffen wir aber, glaube genau. ich. Gemeinsam kriegen wir das hin. Gemeinsam schaffen wir es. Vorbereitungen werden jetzt von unserer Seite getroffen und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Tüte fertig gezwirbelt ist. Erik, vorgedreht ist, dann würde ich sagen, kommen wir zum Geschmackstest. Sehr schön. Uiuiui. Kennt ihr das, wenn ihr den Joint anmacht und ihr schmeckt den ersten Zug direkt im Mund? Und der überzeugt euch bereits. Toll. Mhm. Ich finde, da kommt auch die fermentierte Frucht geschmacklich auch beim Rauchen gut rüber. Ja, es schmeckt, als ob man Früchte raucht, ne? Toll. Finde ich fast noch besser als das, was wir auf Teneriffa hatten. Also ich finde es eine Verbesserung tatsächlich. Was mir gerade beim Grinden aufgefallen ist, es ist deutlich purpliger. Da sieht man es nochmal besser. Ne? Es ist deutlich purpliger nochmal als die letzte Charge, die wir von Teneriffa kennen. Hm. Ich würde sagen, es ist nochmal leckerer. Ich finde es auch leckerer, definitiv. Leckerer. Ja, ja. Ist auch teurer geworden, das kann man ja auch erwarten. Gutes Stichwort übrigens. Teurer, 19 Euro das Gramm. 3,5 Gramm haben uns 65 Euro gekostet. Das ist natürlich wieder die Frage, möchte man sowas privat investieren? Ja oder nein? Muss sich jeder selbst beantworten. Auch gerne das mal in die Kommentare schreiben. Ich denke, da gehen die Meinungen wirklich kontrovers auseinander. Uns war es jetzt aber wichtig, euch die Sorte, wie gesagt, mal zu zeigen, weil sie uns letztens schon mega angesprochen hat. Und ich finde, es ist die beste Sorte, die ich in Teneriffa rauchen konnte. Und auch die beste Sorte geschmacklich, die ich hier in Barcelona finden konnte. Ja, ist auch eine der besten Sorten, die ich seit ganz, ganz langer Zeit geraucht habe, tatsächlich generell. Ne? Mhm. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr feine Sache. Und es ist jetzt kein Cannabis, was sich jetzt, glaube ich, Menschen kaufen für den täglichen Bedarf, sondern es sollte was Besonderes sein, glaube ich. Wie halt die teurere Flasche Wein. Und so kann man es, glaube ich, sehen. Und dann rechtfertigt das vielleicht auch als Liebhaber solcher feinen Geschmäcker, rechtfertigt das für mich dann tatsächlich auch den Preis. Du arbeitest in einer Schmerzpraxis, du befasst den ganzen Tag dich mit Cannabis-Patienten, auch mit Kostenübernahmeanträgen. So, und darum geht's mir. Der GBA-Beschluss, da hat sich einiges geändert. Für all diejenigen, die es nicht genau auf dem Schirm haben, vor knapp 6 Jahren, also Mitte März 2017, wurde Cannabis tatsächlich verschreibungs- und damit auch erstattungsfähig in Deutschland. Genau, es wurde ja die Begleiterhebung dazu in Gang gesetzt damals und das heißt, dass die Ärzte angehalten waren, die gewisse Fragen zu beantworten in gewissen Abständen und somit Daten zu generieren und anhand dieser Daten wird jetzt geschaut, wie sich das Gesetz gemacht hat letztendlich und wie die Versorgung war und das ist, wir wissen noch nicht den Ausgang des GBA-Beschlusses, aber da gab es halt ja die große Schlagzeile, dass zum Beispiel Hausärzte das nicht mehr zulasten der Krankenkasse verordnen dürfen, was ja ein Schlag ins Gesicht der Ärzte wäre und der Behandlungsfreiheit der Ärzte. Und ja, wir wissen nicht, wie es jetzt ausgeht und das ist jetzt sehr spannend, weil es jetzt gerade in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, was beschlossen wurde. Es hat jetzt, war wieder zuletzt zu hören, dass Hausärzte wohl doch noch verschreibungsfähig bleiben, das heißt, dass sie verschreiben dürfen, aber da passiert halt gerade sehr viel und wir rechnen tatsächlich eher mit Verschlechterung und mit Verschärfung der Restriktionen, was die Verschreibungsfähigkeit zulasten der GKV betrifft. Und dementsprechend, wenn das Video produziert ist, dann könnt ihr da wahrscheinlich schon mehr drüber erfahren. Aber uns war es jetzt auf jeden Fall wichtig, das jetzt ganz mal kurz anzusprechen, das ganze Thema. Wie gesagt, vor 6 Jahren wurde Cannabis verschreibungs- und damit auch erstattungsfähig. Damals wurde aber tatsächlich schon mit beschlossen, dass sich dieses Gesetz nach 5 Jahren nochmal angeschaut wird. Und das ist eben jetzt der Fall. So eine Art Evaluierung ist das nochmal vom Gesetz, genau. Und es wird jetzt nochmal angeschaut und geguckt, ob es
Also die Hoffnung war natürlich von den Pro-Cannabis-Leuten in der Medizin, dass dieser Vorbehalt, Genehmigungsvorbehalt wegfällt. Das heißt, dass keine Genehmigung mehr nötig wäre, dass man einfach direkt Cannabis verschreiben kann zulasten der GKV, wenn der Arzt das für nötig hält. Aber das wird wohl definitiv nicht passieren. Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass es sich nicht massiv verschlechtert, sondern eher gleich bleibt hoffentlich. Gerade wenn es ums Thema Blüten geht, gehen ganz viele merkwürdige Schreiben von den Krankenkassen die auf die nicht gute Einstellbarkeit bei Blüten sich bezieht oder auf die hohen Kosten der Blütentherapie, was ja de facto nicht der Wirklichkeit entspricht. Da werden immer so Milchmädchenrechnungen aufgestellt und wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Und das ist ein Problem. Also ganz konkret, die Krankenkassen schreiben Briefe an die Ärzte, um die damit ein bisschen unter Druck zu setzen, kann man das so sagen? Ja, schon leicht mahnenden Ton haben die drin. Ja. Und gerade wenn man viel Cannabis verschreibt, wird es auch erwähnt, dass man viel Cannabis verschreibt und dass man bitte auf die Kosten achten möchte. Und da hat natürlich jeder Arzt Angst vor dem Wort Regress. Und das ist beim Cannabis immer ein Schwert der Krankenkasse, was gerne gezückt wird und die Klinge mal kurz gezeigt wird. Ne? Und da haben wir natürlich Angst vor. Und da zucken dann die meisten Ärzte natürlich zusammen und verhalten sich dann ein bisschen konservativer mit den Verschreibungen. Definitiv, weil da geht es dann nicht um wenig Geld. Ne? Gerade wenn man eine Praxis ist, die viel Cannabis verschreibt, geht es um viel Geld. Und da darf man aber nicht vergessen, dass die alternativen Arzneimittel mindestens genauso viel Geld kosten würden. Und die Nebenwirkungen, die damit einhergehen und so weiter, eigentlich noch viel mehr Kosten für das Gesundheitssystem generieren. Und das darf man nicht vergessen. Und deswegen haben wir das Gesetz ja überhaupt gekriegt. Und deswegen war es dann auch irgendwann verschreibungsfähig. Das heißt, von Seiten des Staates gab es ja schon auch bei dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, gab es Menschen, die das schon vor Jahren verstanden haben, dass es für Menschen nötig ist, Cannabis auch in Blütenform zu kriegen oder als öliges Extrakt, aber halt im Vollspektrumbereich. Und das darf halt nicht verloren gehen, die Information. Wir möchten halt keinen Rückschritt wieder auf die Monopräparate wie Dronabinol, die einfach ja vielen Leuten nichts bringen, wie mir persönlich als Patient auch nicht. Mhm. Gut, also bleibt spannend das Thema auf jeden Fall. Wie schon gesagt, wenn die Folge released ist, dann ist da wahrscheinlich schon mehr klar zu dem Thema, ne? Ja. Seitens der Politik. Aber wir drücken mal die Daumen, ne? Dass es für die Patienten nicht allzu schwierig wird, künftig Cannabis auf Rezept zu erhalten. So. Okay, wir haben den Punkt Geschmack gerade angesprochen, ist überzeugend auf jeden Fall. Ja. Der letzte Punkt ist natürlich noch die Wirkung. Ja, es drückt einen nicht in die Couch direkt. Es ist ein sehr angenehmes, zerebrales, nicht verwirrendes High. Ja. Ne? Also ich finde es sehr, sehr angenehm. Also auch das ist ausgewogen. Also es kommt ja noch hinzu, finde ich, dass die Wirkung auch tatsächlich dem Geschmack gleichkommt. Und für den Tag und für den Abend gleich gut einsetzbar ist. Ne? In unterschiedlichen Dosierungen dann wahrscheinlich, aber letztendlich sehr, sehr ausgewogen. Ich habe das, ich glaube, fast den kompletten Teneriffa-Aufenthalt gebraucht. Ja. Natürlich auch andere Sorten, aber vor allem dieses Project One. So, und darum kann ich so ein bisschen beurteilen, finde ich. Und ich gebe dir absolut recht. Also es ist nicht so, dass es dich in die Couch klatscht und dass du nicht mehr arbeiten kannst oder dich gar nicht mehr konzentrieren kannst. Funktioniert gut, aber man kann es auch gut abends rauchen. Ja. Und es hinterlässt auch keinen unangenehmen Geschmack im Mund. Mhm. Ne? Und ich finde, dass auch der Geschmack nach dem Rauchen im Mund noch sehr angenehm ist und bleibt. Es ist auch selten, dass man wirklich die Kombination hat aus gut riechend, gut schmeckend und auch angenehm im Abgang quasi. Ne? Und, und gut aussehend, ja. All das. So, aber das kennt man bei diesen ganz frischen Blüten, die lassen sich manchmal noch ein bisschen schwierig grinden. Ja, und die verkleben den Grinder gerne, da muss man den öfter mit irgendwas Spitzen dran und rauskratzen, das Ganze wieder. Was ich früher immer ganz gerne gemacht habe, sind Butterbrot-Tüten. Ja. Die kennst du ja sicher. Ja, ja. Na, wenn ich geerntet habe, habe ich immer die ersten Tage danach, habe ich die immer in Butterbrot-Tüten gemacht und so sind die total toll crunchy geworden. Ja. Ne, toll zum Grinden eben. So. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen was gegrindet. Nochmal. Da sieht man auch nochmal, wie schön purple das Ganze ist. So. So, Micha. Für dich auch mal. Das ist das Project One. Schau doch mal. Wir haben das gerade getestet schon, was du dazu sagst. Sunset Sherbet und ein Wedding Cake. Wir sind gerade bei der Punktevergabe. Und mich würde da gerne mal deine Meinung zu interessieren. Thank you.
Hat's überhaupt nicht. Sagst du zum Geschmack? Geil. Sehr farbig. Schön sehr, intensiv, ne? Ja, sehr waldig. Minze auch ein bisschen was dabei? Ja. Auf jeden Fall, ja. Minze ist doch ein Waldgewächs, Mann. Oh, hast du recht. Geil, wow. Ja. Drückt auch schon so ein bisschen. Sehr schön. So, also Micha gefällt's. Also Wirkung finde ich total toll. Ausgeglichen, ausgewogen, ja. Nicht zu stark, nicht zu verschusselt danach im Kopf, ja. Wie es das auch gibt von manchen Sorten. Ne? Ja, es schmeckt auch, wenn man es wieder anzündet. Lecker. Wichtiger Punkt, hat zwar nichts mit Wirkung zu tun, aber nee, wichtiger ist Punkt. Ein wichtiger, ja. Fällt mir gerade auf. Ja. Ne? Das ist das vierte Mal wieder angezündet und es schmeckt immer noch sehr, sehr gut. Zeigen wir die Asche mal, weil das interessiert ja auch immer ganz viele Leute, dass wir die Asche, die abgebrannte Asche, wie die aussieht. Ja. Guck mal, nimm mal in die Kamera, genau, Erik. Genau das, richtiger Move. Rennt super gleichmäßig ab. Gleichmäßige Asche. Schmiert nicht. Ja, sauber. Also die Blüten sind clean. Ja. Kann man so festhalten, ne? Dann kommen wir zum letzten Punkt, der Punktevergabe. Geruch, Aussehen, Geschmack und die Wirkung. Ja. Ich würde sagen, ich mache meine Punkte, du machst deine Punkte. Ich bin gespannt. Geruch, ich gebe 5 Punkte. 5 von 5. Ja. Ich gebe 4,5 tatsächlich. Okay. Weil ich immer denke, es muss noch Luft nach oben geben. Wenn ich es mit den Sorten vergleiche, die ich in Teneriffa finde, die ich in Barcelona finde oder Amsterdam, ja. Dann ist es eine 5. Ja. Ja, aber es ist auch vom Terpenprofil noch mehr deins, als es meins ist. Und deswegen ist es für mich wahrscheinlich eher eine 4,5. Aber trotzdem ist es für mich eins der, wie gesagt, besten Cannabis-Sorten, die ich hier in den letzten Jahren geraucht habe. Aussehen, wie viele Punkte? Das ist halt, wenn man jetzt wirklich ganzheitlich das Aussehen nimmt und das Back-Appeal, ne? Also wirklich, man gibt viel Geld für so ein Paket aus und holt die Knollen dann raus und sieht dann wirklich nur B- und C-Nacks drin, finde ich, die Blüten an sich sind wunderschön, die sind eingepurpelt. Ne? Aber wenn ich es alles zusammenwerte, die Größe der Blüten, die Auswahl der Blüten, die man für sein Geld kriegt, mit dem Preis in Relation setze, ist das für mich so eine 4, würde ich sagen. Würde ich mich anschließen, genauso wollte ich es auch formulieren. Perfekt, ich gebe auch 4 Punkte. Geschmack, ich finde, es schmeckt großartig. Wie schon erwähnt, Traube, Früchte, Cranberries, aber auch das Waldgewächs, Minze ist dabei. Kirsche ein bisschen. Ich finde, es schmeckt wirklich toll. Ich gebe 5 Punkte für den Geschmack. Ich auch wieder 4,5, weil ich finde, den Äquivalent. Also ich finde wirklich, der Geschmack ist eigentlich genauso wie der Geruch. Michael, wie viele Punkte gibst denn du dem Geschmack? 4,5. Michael gibt 4,5. So. Wie viel geben wir in der Wirkung? Also 5 bedeutet nicht, dass es besonders stark ist, sondern dass es genau so ist, wie du es dir jetzt vorstellst. Ja, also da finde ich tatsächlich, da hat es für mich sogar schon fast ein 5 verdient, weil das für mich wirklich so eine Allround-Sorte ist. Ich habe jetzt natürlich die Version, die wir jetzt haben, die ja leicht anders ist als die auf Teneriffa, nur kurze Zeit testen können. Deswegen werde ich das nicht ganz hundertprozentig richtig sagen können, aber ich finde die Wirkung wirklich perfekt. Und das macht die Sorte für mich gerade besonders interessant, dass einfach auch die Wirkung sehr, sehr ausgewogen ist. So wie alle Eigenschaften eigentlich bei der Sorte. Ne? Ich merke schon, du bist Fan, ne? Ich bin Fan der Sorte. Ja. Du gibst 5 Punkte? Ja. Alles klar. Ich schließe mich an, ich will jetzt echt nicht übertreiben und die Sorte hier extrem hypen, aber das ist das, was ich empfinde, ne? Was ich halt fühle. Ich finde 5 Punkte für die Sorte. Ja. Ich feiere sie. Für die Wirkung also. Für die Wirkung natürlich. Für die Wirkung der Sorte. Ja. Micha, möchtest du noch was zur Wirkung sagen? Sieht man das nicht? Ja, Micha gibt 5 Punkte, alles klar. So, rechnen wir zusammen. Ich rechne meine, du rechnest deine. Ja. Ich bin bei 19. 18. 19 Punkte von mir, 18 Punkte von Erik. Ich denke, kann sich sehen lassen, ne? Glaube ich auch, ja. So, wir wollen natürlich niemanden dazu irgendwie verleiten. Aber wenn jemand von euch mal in Barcelona, Teneriffa vorbeikommt, es soll keine Werbung hier sein, überhaupt nicht, ne?
Ich denke, das ist eine gute Wahl für jemanden, der wirklich mal was Spezielles sucht. So, wir sind auf jeden Fall zufrieden damit. Ja. Lasst gerne mal ein Abo da auf Instagram. Den Micha könnt ihr übrigens auch auf Instagram abonnieren. Der Micha mit einer 3. Ein fettes Dankeschön an den Weeds Up Social Club, wo wir übrigens drehen konnten. Ist übrigens nicht selbstverständlich. Also noch vor ein paar Jahren war das fast unmöglich, in Social Clubs drehen zu dürfen. Dementsprechend nochmal ein fettes Dank an den Weeds Up. War sehr nice hier. Shop gefällt uns sehr gut und war sehr gemütlich auf jeden Fall. So. Wer Micha übrigens in Barcelona mal treffen möchte, der hängt hier auch sehr gerne ab, habe ich mir sagen lassen. Ist auch einer seiner Lieblings-Social Clubs, Weeds Up. Zum Schluss interessiert mich auf jeden Fall noch, wer von euch hat eventuell schon Erfahrung damit? Hat das Project One eventuell selbst schon getestet oder hat eventuell Erfahrung mit dem Sunset Sherbet oder dem Wedding Cake? Das kann durchaus sein. So. Leute, ich bedanke mich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.